Hallo zusammen, hier ist mal wieder Jörg Fuhrmann mit einem neuen spannenden Interviewgast und zwar zu einem sehr interessanten Video zum Thema des Kataklysmus oder Weltuntergangs und den Chancen, die daraus entstehen könnten, beziehungsweise die Aufgaben, die da drin auch enthalten sein könnten. Ich habe extra für das Interview mein Asbach-uraltes Paradise Lost T-Shirt angezogen und habe gedacht, jetzt legen wir hier richtig los. Ich hatte ja letztens schon mal ein kurzes Video zu den Thematiken gemacht bezüglich Schumann-Frequenz und möglicher Polsprung. Und da haben wir einige sich so ein wenig auf den Schlips getreten gefühlt, nach dem Motto, was macht der Fuhrmann da jetzt? Jetzt geht das auf einmal nicht mehr Richtung Empowerment, sondern jetzt wollen wir irgendwie Angst kriegen oder was? Ich möchte da mal an meinen alten, kürzlich verstorbenen spirituellen Lehrer erinnern, den Williges Jäger. Der war ja auch Zen-Meister und Benediktiner und der hat mal gesagt, also für die Kontemplation, so als Anregung, wenn die Menschheit quasi das Bestehen der jetzigen Menschheit auf dieser Erde in ein Jahr gepackt würde, dann waren wir vielleicht an Silvester 30 Sekunden hier. So, und den Rest der Zeit waren wir eben nicht hier. Und da gibt es ja verschiedene Auffassungen drüber, über die Zeit davor und was da alles so passiert ist. Und darüber möchte ich jetzt mit dem Hendrik Hannes reden. Der ist da selbst Autodidakt, also hat sich da selbst entwickelt, hineinentwickelt in diese ganzen Themen. Er kann sich gleich mal selbst vorstellen und beschäftigt sich eigentlich, glaube ich, täglich, wenn ich so richtig mitbekomme, mit genau den Auswirkungen auch auf den Menschen. Ja, und ich denke, das Ganze ist eine Chance. Ich habe für mich auch zur Vorbereitung von Cuvier das Buch hier gelesen. Und ja, ich denke, da werden wir jetzt ein bisschen mehr vom Hendrik drüber erfahren, über das ganze Thema. Hendrik, herzlichen Dank für deine Zeit. Und ja, vielleicht kannst du mal selber ein bisschen was sagen, wer du bist, wo du herkommst und warum dich diese ganze Thematik dieser Umwälzungen und auch, was momentan global so abgeht, warum dich das so fasziniert und beschäftigt. Ja, erst einmal, ich grüße dich, Jörg. Schön, dass ich da sein kann. Es ist eigentlich ein Thema, was mich mein ganzes Leben begleitet. Mein Onkel war am Max-Planck-Institut Astrophysiker. Der hat also damals am SDI-Programm federführend mitgewirkt. Und es war so mein Lieblingsonkel. Das war so ein weißhaariger Kuschelbär. Und der hatte immer so geile Geschichten über das Universum. Die habe ich also mit 5, 6 Jahren dann schon konsumiert. Und das hat mich richtig fasziniert, von den Pulsaren zu hören, schwarze Löcher, Magnetare und so weiter und so fort. Also das war immer schon ein großer Spleen, den er da in mir erweckt hat. Und dann war es eben auch so, ich bin 66er Baujahr, ich war hyperaktiv, ich habe ein sehr zurückgezogenes, alleines Leben geführt, war in der Schule extrem unterfordert und habe mir all die Dinge, die mich interessiert haben, dann eigentlich in Eigenregie beigebracht. Und da gehörte natürlich auch die Geologie dazu. Also wie andere Mickey Mäuse gelesen haben, da habe ich einen Atlas geholt und habe mich über die Geologie, wie ich noch nicht lesen konnte, erst über die Bilder und dann eingelesen. Mich hat immer schon fasziniert, wie alles auf der Erde funktioniert. Und ich hatte immer schon das Gefühl, dass ich in einer Zeit bin, wo es zu gravierenden Veränderungen kommt. Da habe ich meinen Fokus auch drauf entwickelt, ja, weil sinnhaftes Leben macht ja nur dann auf Nachhaltigkeit Sinn. Und das Leben selber, was wir hier führen, das müssen wir auch anders verstehen, weil der Mensch macht einen großen Fehler. Er sieht immer alles aus seiner eigenen kleinen Sicht. Und wenn wir von unserer Erde reden, wie du es ja am Anfang so schön gesagt hast, der Mensch ist gerade mal 30 Sekunden hier. Aus Sicht der Erde ist ein Menschenleben gerade mal eine Millisekunde. Ja. Und das ist mal so eine ganz grundlegende, wichtige Basis, auf der man seinen Fokus ausrichten muss. Ja. Denn was will ich zum Beispiel in einer Millisekunde von einem Menschen kennenlernen, geschweige denn von einer Erde? Also wir können nur über Momentaufnahmen sprechen und können über die Dinge reden, die wir gemessen haben. Aber das sind
in Bezug zu unserer Erde keine Sekunden, die wir da bewerten können. Und eines ist sicher, das habe ich auch aus bei den anderen Consultings gelernt, da komme ich gleich noch drauf, die einzige Konstante im Universum, die es gibt, ist die ewige Veränderung. Ich habe also auch hier nicht auf dem Weg, ich habe über 20 Jahre lang ein phytopharmakologisches Unternehmen geleitet, habe also hier 1990 schon Nahrungsergänzungsmittel gebracht, die wir heute kennen, wie Stevia zum Beispiel, Maca, das waren also so Sachen, die ich damals am Markt gebracht habe. Und ja, Uno Degato und Catuaba, also da war wirklich die ganze Regenbandbreitband dabei. Ja. Es war einfach faszinierend, aber es hat natürlich auch vorausgesetzt, ich habe die Sachen ja Menschen gegeben, die gesundheitlich angeschlagen waren, die Medikamente genommen haben. Und das ist so eine Sache, der ich mich verschrieben habe, man muss alles mit Verantwortung machen, denn das sind hochaktive Kräuter. Und wenn jetzt jemand Medikamente nimmt, ist zwar nicht optimal, aber da gibt es eben dann Wechselwirkungen, Nebenwirkungen. Und damals habe ich angefangen, in die Phytopharmakologie einzutauchen. Das waren so gut 15, 20 Jahre, wo ich mich sehr intensiv um Gesundheit beschäftigt habe. Aber jetzt nicht nur auf der stofflichen Ebene, ja, über die Phytopharmakologie, die Biochemie bin ich eingestiegen und bin dann aber auch immer mehr in den spirituellen Bereich gekommen, nachdem wir ja gesehen haben, dass die schwachen Ströme auf dem Körper, die Mikroströme zum Beispiel, da arbeite ich mit Therapeuten zusammen, die da sehr erfolgreich therapieren, die Zeug aus dem Körper kriegen, was man mit keiner Substanz rauskriegt. Ja. Dasselbe ist natürlich auch mit den Frequenzen, mit unseren gehirnadaptierten Frequenzen, die wir in der Schumann-Frequenz unter anderem wiedersehen. Ja. Und dann haben wir natürlich noch ganz andere Aspekte, den Magnetismus, der auf den Menschen einwirkt, der die gesamte Homöostase des Menschen im Endeffekt steuert über die magnetischen Felder. Das kennen wir aus dem Weltraum, wo man also nur sehr beschränkt sein kann, weil wir dann nicht mehr an das Erdmagnetfeld gebunden sind. Ja. Ja. Deswegen alleine, man hat das Glück, in einer russischen Raumfähre zu sitzen. Ja, und da habe ich ja dann auch so meine Schwerpunkte entwickelt. Man kann sich vorstellen, von 1990 bis 2005 habe ich das Unternehmen also sehr erfolgreich geleitet. Dann bin ich der Pharma-Mafia zu groß geworden. Die haben mich während der Zeit schon mit über 300 Prozessen und Abmahnungen immer wieder transakiert. Ich habe also über 30 Hausdurchsuchungen gehabt, Enteignungen. Es ist zwar alles wieder eingestellt worden, aber der Schaden war da und irgendwann habe ich dann auch mal die Lust verloren, weil mir ging es nie ums Geld verdienen. Das muss man natürlich heute. Ja, in erster Linie bin ich auf die wissenschaftliche Richtung ausgerichtet gewesen, wollte schreiben, dokumentieren und die Sachen erfahren. Ja. Jetzt nicht nur von der Theorie, sondern auch am Körper. Ich habe das ähnlich wie Hahnemann gemacht. Alle Kräuter, die ich hier habe und die Zubereitungen habe ich also bis zur Intoxikologie selber erst einmal an mir getestet, um überhaupt ein Gefühl zu kriegen, wie sich die Kräuter bei mir auswirken. Und nur so konnte ich dann letztendlich auch an meinem SOS-Telefon, ich habe also über 20.000 Stunden für austherapierte Patienten auch verbracht. Und nur so kann man dann auch eine Beratung ableisten, weil man aus einem eigenen Empfinden rausgeht und es dann besser einschätzen kann, wie ein anderer darauf anspricht. Ja. Das war, wie gesagt, eine sehr lange Zeit, als ich dann aufgehört habe damit. Ich habe dann keine Lust mehr mit dieser Streiterei und den ewigen Anfeindungen gehabt. Habe ich alles weggegeben und habe dann angefangen, meiner Herzensfreude nachzugehen. Bin dann wissenschaftlicher Berater geworden. Das mache ich jetzt seit 15 Jahren und zwar vor allem in den Bereichen Quantenphysik, Quantenmechanik, auch nichtlineare Optik. Da habe ich also mit weltweit führenden Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Auch was unsere Energiekörper betrifft, zum Beispiel mit dem Dr. Harry Oldfield, wo wir Echtzeit-Kirlian-Fotografien machen konnten und anschauen konnten, wie hat der Mensch reagiert, wenn man nur das Licht einschaltet. Ne? Diese 50 Hertz, die verzerren und verschieben die ganze Aura, die Aura-Spindel, was man auch als Merkaba kennt. Ne? Und so hat sich dann im Endeffekt so die Metaphysik mit der Wissenschaft geschlossen. Ja? Denn wir sagen ja immer noch, unsere Aura ist metaphysisch, ist esoterisch, das stimmt aber nicht. In erster Linie sind wir Energie, wir nehmen uns nur als Stoff wahr.
Ja, wir nehmen uns auch nur als Ganzheit wahr. In Wirklichkeit sind wir ein Konglomerat von x Milliarden und 100 Milliarden und 100 Billionen kleinsten Teilchen. Wir wissen, 50, 100 Billionen Zellen, wir haben ungefähr das 50-fache an Mikroorganismen. Ja, und aus all dem bestehen wir und all das muss sich ordnen. Ja, und deswegen mit Einzelstoffabgaben, das war noch nie mein Ding, dass ich da wirklich einen heilenden Effekt drin erkennen konnte, sondern man muss das Ganze verstehen, um das Ganze dann auch regulieren zu können. Und da gibt es einfach andere Gesetze, die dem zugrunde liegen, als die, die unsere Wissenschaft ausgibt. Ja. Also wie gesagt, meine Erfahrungen, die kommen halt aus dem Austausch von Wissenschaftlern, die wirklich zur Creme de la Creme gehören. Momentan habe ich den Professor Rausch bei mir im Consulting. Den kennt keiner, von dem findet man auch nichts. Das haben Leute, die an der Position stehen, nicht nötig, irgendwelche Publikationen zu schreiben. Er ist oberster Regierungsberater in China für die gesamte TCM. Er macht die Einheiten, ist also hochspezialisiert. Du musst dich ja mal vorstellen, du hast in so einer Pflanze über 1 Million Stoffe. Und der Mann ist jetzt spezialisiert, Referenzsubstanzen zu erstellen, um ganz spezifische, bestimmte vorgegebene Stoffgruppen daraus zu holen, die dann wirkaktiv sind, die man dann eben auch weiterverarbeiten kann. Die ganzen Arzneimittelmonographien, Wirkstoffmonographien, die kommen alle über diese Bestimmung der Einheiten und über die ISO-Normen, die da bestimmt werden. Und da ist der Hans Rausch also einer der führenden Professoren, ja, weltweit. Ja, und da holt man sich natürlich sehr, sehr viel Wissen, wenn man mit solchen Menschen umgeht, weil die haben einfach den Insider-Blick. Ne? Ja, klar. Das gehört auch zu den wenigen, die die Wahrheit sagen dürfen, ohne dass sie gesperrt werden. Ist halt nicht mehr so selbstverständlich. Ne? Ja, okay. Gut. Und wie ist dann für dich dieses Interesse entstanden, für diese ganze Thematik, dieser Weltenwandel und Umbrüche, dieser kosmischen Themen? Ja, das kam damals bei meiner Ausbildung als biophysikalischer Therapeut und Seminarleiter. Da bin ich das erste Mal intensiver mit den Meridianen zusammengekommen und die immer wieder aus dem Gleichgewicht gebrochen sind, vor allem hier an den Ausgleichspunkten, wo ja 7 Meridiane durchlaufen, die reagieren auf Schwankungen. Und meine Frage war natürlich, wo kommen die Schwankungen her? Natürlich haben wir aus unserem gesellschaftlichen Treiben Schwankungen. Wir haben Frequenzen, aber es kommt das große Aber, das ist das, was die wenigsten wissen. Die Frequenzen, die hier auf der Erde sind, die kommen letztendlich alle aus der Ionosphäre, die gehören niemandem, die sind immer da. Ja, was man macht ist, dass man Frequenzen, die stabiler sind, dann mit Informationen aufmoduliert und schon sind wir in der Informationsmedizin, weil diese Informationen, die machen auf einer anderen Ebene was. Da geht es über skalare Felder, über Longitudalwellen ab und die haben eine ganz andere Wirkung, die wissenschaftlich so gut wie gar nicht erforscht ist, weil man dafür keine empirischen Mittel hat. Gibt die Wissenschaft nicht her. Ja. Die sagen einfach, das gibt es nicht. Ja. Und was es nicht gibt, rentiert sich nicht anzuschauen. Genau. Von daher sind wir hier auf einem Bereich, den die Wissenschaft selber in die Esoterik tut. Ich habe aber festgestellt, er ist nicht esoterisch, denn kleine Korrekturen an den Meridianen, wo eben genau diese Energien wirken, bewirken, dass der ganze Körper sich umstellt und das ganze Körpersystem sich harmonisieren kann. Genau. Und da ist ja die Sonne auch eben für diese Frequenzen, mit denen wir ja zu tun haben, ist ja die Sonne ganz entscheidend. Ne? Ja, nicht nur das, wir müssen uns vor Augen führen, dass alles, was wir hier an Materie sehen, und auch wir sind ja auch aus Atomen zusammengesetzt. Und jedes Atom hat Protone, Elektronen und das sind die Elementarteilchen, die von der Sonne kommen. Die Erde könnte es gar nicht aufbauen. Das sind alles Sonnenprotonen, Sonnenelektronen. Und wenn da Differenzen auftreten, jetzt zum Beispiel durch das große Minimum, was wir jetzt haben, da haben sich also die Potenziale an Protonen und Elektronen massiv verändert und sprich der ganze Austausch, den wir im Körper als Redoxsysteme bezeichnen, den gibt es in der Natur auch. Ja. Unsere ganze Atmosphäre, das Erdinnere bis zum Erdobern, sind alles Reaktionen, die über einen Elektronentausch leben und die sich über einen Elektronentausch aktivieren. Ja, und wenn es da Verschiebungen gibt, dann gibt es Verschiebungen auf allen Ebenen des Lebens. Allerdings kommen die nicht von einem Moment auf den anderen, sondern
die können sich über ein paar Jahre breit machen. Wir haben diese Verschiebungen jetzt schon seit 2006 und wir können natürlich immer mehr sehen, neben der Vergiftung der Gesellschaften, ja, verändert sich auch der Sonnenwind und das trägt noch einmal zusätzlich dazu bei, dass wir immer mehr in Regenerationsblockaden kommen und dass der Körper in immer tiefere Abgründe fällt, wo wir eigentlich nur noch an den Symptomen basteln können. So eine kausale Gesundheit, wo die Zelle vom Überleben wieder in die Evolution kommt, da sind wir eigentlich heute schon fast darüber hinaus. Also es gibt nur wirklich ganz wenig Menschen, die noch regulationsfähig im Sinne der Natur sind und nicht im Sinne der Machthaber, weil denen geht es nur darum, dass wir genügend Energie zum Arbeiten haben fürs Laufrad und die ganzen geistig-spirituellen Energien, die an dem Ausbau unserer Neuroplastizität arbeiten, wo wir ja auch die Neuroimmunologie und Neurophysiologie als eines der dominanten Fächer jetzt haben, die erkannt haben, wie wichtig die Energieverteilung und vor allem auch die Struktur und Information gerade in unserem Kopf für unsere Gesundheit ist, da ist bei den meisten gar kein Platz mehr da und gar keine Energie mehr da, um da noch wirklich reinzugehen. Du als Mentaltrainer kriegst es ja als ehestes mit, wie schwer es den Menschen heute fällt, nicht zu denken, in die Denkruhe zu gehen und gerade dieses sinnlose Denken, 90.000 Gedanken ungefähr am Tag, kostet unwahrscheinlich viel Energie und es dient niemandem, außer den Systemen, dass sie ihre Macht aufrechterhalten, weil sie uns die Informationen reingeben, die uns im Leerlauf laufen lassen. Da ist nichts dabei, was für unsere persönliche, individuelle Evolution wirklich wichtig wäre. Essentiell wäre, ne? Ja. Ja, du hast gerade von dem solaren Minimum gesprochen. Das kennt vielleicht jetzt nicht jeder, der zuschaut. Vielleicht kannst du da mal kurz erklären, was damit gemeint ist. Also es gibt auf der Sonne bestimmte Zyklen, die Sonnenfleckenzyklen. Der bekannteste ist der Schwalbezyklus, der über 11,5 Jahre geht. Im Schnitt, das kann kürzer oder länger sein, aber 11,5 Jahre ist so der Mittelwert. Und das Minimum hat folgenden Ansatz. Wir haben also auf der Sonne in diesem Zyklus einen Polsprung. Das heißt, die Pole wandern von Süden nach Norden und von Norden nach Süden. Und während dieser Zeit, während die Pole wandern, haben wir ein Minimum. Das heißt, auf der Sonne bilden sich keine Sonnenflecken aus. Mit den Sonnenflecken fehlen dann natürlich auch die Flares und die koronalen Masseauswürfe, die zu einem sehr großen Teil unseren Sonnenwind bestimmen. Das heißt, in dem Bereich vor allem an hochenergetischen Protonen, die aus so einem Sturm entstehen. Ja. Und die Protonen stehen mit unserem Erdkern in Wechselwirkung mit den Elektronen, die von da kommen. Das ist wie so ein Rotor, kann man sagen. Man kann jetzt einfach sagen, je mehr, wenn man es mit einem Rad vergleicht und einem Dynamo, ja, weil wir haben ja auch auf der Sonne dieses Dynamo-Prinzip, was mittlerweile anerkannt ist, je weniger Protonen kommen, desto schwächer wird das Treten und desto weniger Licht werden wir dadurch bekommen. Und dieses wenigere Licht bedeutet für unsere Erde, dass sich der Erdkern abbremst. Und wenn der Erdkern sich abbremst, entsteht Widerstand, es entsteht Wärme infolge der Entropie und durch die Wärme dehnt sich natürlich von innen alles, als die tektonischen Platten auswirkt, die dann natürlich mehr Erdbeben erzeugen, die sich mehr bewegen und durch die Subduktion der Erdplatten entsteht wieder mehr Lava, was dann vulkanisch speist, haben wir also auch mehr Vulkanausbrüche. Aber es kommt natürlich auch im Inneren, im Erdmantel, wo die ganzen Supervulkane und Hotspot-Vulkane ihre Magmapumpen haben, zu vermehrten Aktivitäten, weil wir da natürlich eine höhere Aktivität haben. Das sehen wir im Moment. Das sehen wir jetzt. Ich publiziere das ja, wie du ja jetzt auch schon seit einiger Zeit siehst, tagtäglich. Ja. Das Problem für die Quereinsteiger ist heute natürlich ganz klar, wir haben diese Entwicklungen schon seit 2006. Wer heute einsteigt, der kennt nur den Status heute und nicht mehr den Stand, wie er mal die alte Norm war, nachdem wir uns über 100 Jahre, 200 Jahre ausrichten konnten. Und diese 100 Jahre dieser extremen Stabilität der Sonne ist für die Sonne und die Erde nur eine kurze Zeit. Aber für uns Menschen war es lang genug, dass wir so stabile und hochtechnisierte Gesellschaften ausbauen konnten, weil wir einfach von der Natur aus eine Ruhe hatten.
Ja, die Menschen, die meinen, unsere Mutter wäre, unsere Erde wäre so eine fürsorgliche Mutter und so eine liebevolle Mutter, ja, die unterliegen da einem ganz großen Irrtum, denn unsere Erde, Gaia, das ist eine wilde Furie, ja, die wild um sich schlägt, also die ist unberechenbar. Wir kriegen es halt nicht mit, weil die menschliche Zeitspanne viel zu kurz ist. Was soll in einer Millisekunde schon groß passieren? Ja. Und deswegen sind die Ereignisse, die jetzt passieren, für mich so interessant, weil wir jetzt wirklich signifikante Übergänge gehabt haben und vor allem von Jahr zu Jahr haben wir kontinuierliche Steigerungen, die sich weltweit auswirken. Und das sind ganz klare Zeichen eines weltumspannenden Kataklysmus, der angefangen hat. Und ich sehe es auch an den vielen Zuläufen, die ich jetzt auf Facebook habe. Früher habe ich da in einer sehr kleinen Gemeinschaft gemacht, jetzt werden es immer mehr. Weil natürlich auch die Menschen diese Umbrüche, nachdem sie jetzt immer extremer werden, auch merken und sich fragen, wo kommt es her? Vom CO2 kann es nicht kommen. Ja. Genau. Ja, das wird ja alles darauf geschoben, ne, dass der Mensch daran schuld ist und dass deswegen jetzt das alles so sich verändert. Naja, sicher. Und die Menschen wissen es nicht besser. Die glauben dann dem, der die meisten Professorentitel vorne hat und was man eben in den Medien publiziert. Aber es gibt eine große Zahl an Wissenschaftlern und Nobelpreisträgern, die dieses CO2-Thema schon dementiert haben, ganz klar. Ja. Nur die bringt man halt nicht in den Medien. Und was nicht in den Medien kommt, das ist halt dann nicht, das gibt es dann nicht. Ja. So leben wir heute, weil keiner mehr die Gedankenkraft hat, sich selber das anzuschauen und selber ein Urteil zu machen. Ja, ja, wehe, du tust es, dann wirst du gleich geächtet. Ne? Also. Ja, so. Kann sein, aber die geben da gar nicht mehr groß Bemühungen drauf, weil es glaubt da eh keiner. Ich sehe das ja auch immer wieder an den NASA-Kritikern. Ne? Da, wenn einer NASA-Monitor liest, dann schaltet er schon aus, weil er sagt, das sind ja alles nur Fake-Brüder. Vollkommen falsch. Das, was die NASA macht, auch die vielen Geheimnisse, die sie hat, die müssen sie gar nicht schützen. Die werden offiziell ganz normal publiziert. Da schaut keine alte Sau drauf. Ich bin der Einzige, der in den NASA-Monitoren schon seit über 10 Jahren rumschaut und weiß, was er da sieht. Ja. Und das ist der springende Punkt. Wir haben da ganz kritische Sachen, die haben ja auch den CO2-Klimawandel schon ad absurdum gestellt und haben gesagt, Treibhauseffekt schaut ganz anders aus. Das ist eine Wasserstoffverdichtung an der Erde-Weltraum-Grenze, wodurch die Abstrahlung von der Erdoberfläche ins Weltraum, die sollte gleich sein. Und wenn die nicht mehr linear ist, weil sich da oben immer mehr Wasserstoff bildet und auch das ist einer schwachen Sonne geschuldet, weil wir immer weniger kurzwellige UV-Strahlung haben, die den Wasserstoff oben komplett ionisiert. Jetzt bilden sich da oben immer größere Wasserstoffcluster, die dann bestimmte Spektrallinien aus dem Infrarotspektrum aufnehmen. Das führt zu keiner Erwärmung, denn da oben kühlt es kritisch aus. Ja. Aber es führt dazu, dass sich der Wasserstoff da oben ausdehnt, ja, und immer weniger Wärme von unten durchlässt. Ja, und dann kommen natürlich auch die vielen Vulkane dazu, die auch sehr viel CO2, also wenn man sich den Sinabung jetzt anschaut mit der Eruption, ja, und der eruptiert ja weiter mit hohen Eruptionen, da könnten sämtliche Großstädte der Welt ein ganzes Jahr lang umsonst fahren, so viel CO2 haut der raus. Ja. Ja, und gar nicht dran zu denken an das, was in Sibirien passiert, diese riesigen Tundrabrände, wo Methangas im Endeffekt aus der Erde entweicht durch das Auftauen der Permafrostböden. Und bei Methan muss man einfach wissen, es ist 7 bis 10 Mal klimaintensiver wie CO2. Und Methan hat eine ganz fatale Eigenschaft für unsere Ozonschicht. Dass sich nämlich Ozon bilden kann, brauchen wir in der Ozonschicht sogenannte Hydroxylradikale. Die kennen wir auch aus unserem Körper, wo wir sie gar nicht gerne drin haben. Aber da oben sind sie ganz, ganz wichtig. Und wenn Methanhydrate aufsteigen, dann neutralisieren die das. Also das heißt, die neutralisieren im Endeffekt die Hydroxylradikale, die zur Rekonfiguration von Ozon beitragen, wodurch sich die Ozonschicht unwahrscheinlich schnell abbaut. Ja. Das sind also so Effekte, die werden gar nicht groß erklärt, aber die kann man nachschauen, wenn man sich einmal ein bisschen mit Methan beschäftigt und die Wirkung auf unsere Ozonschicht. Ja, wir haben ja gerade eine unheimlich starke Sonne, erleben ja viele so. Woran liegt denn das jetzt deiner Meinung nach? Ja, also die Sonne generell ist komatös.
die liegt im Koma. Wir haben also im Schnitt, die Kraft der Sonne wird an dem KP-Index, das ist der interplanetare magnetische Index, bemessen, also an ihrer magnetischen Stärke. Und das geht von 1 bis 8. Wenn wir einen KP8 haben, der entsteht bei extrem starken Sonnenstürmen, dann gehen bei uns hier unten die Lichter aus. Ja. Also so einen hatten wir zum Glück noch nicht. Ja. Aber wir haben durchaus schon KP6, KP7 Stürme gehabt und die haben hier auch gewaltig getobt. Die dürften jetzt gar nicht ausbrechen, weil die Sonne so stark ist. 2012 hat uns einer knapp verfehlt. Ne? Ja. Warum es heißer wird, das liegt ganz einfach daran, weil an zwei Komponenten. Zum einen, unsere Atmosphäre hat sich verändert. Auch die Achse, die ist leicht gekippt durch das schwere Beben in Thailand. Dadurch hat sich die Sonneneinstrahlung verändert. Aber was noch viel fataler ist, wir kriegen eben durch unsere schwachen Atmosphäreschichten jetzt immer mehr Infrarot-C-Strahlung. Und wenn man sich die Pflanzen anschaut, die draußen am Sonnenlicht angesetzt wird, alles verbrennt sehr viel schneller durch diese Infrarot-C-Strahlung, die man zwar auch therapeutisch nutzen kann, aber in sanften Dosen, weil die Infrarot-C-Strahlung sehr, sehr tief ins Gewebe geht, im Gegensatz zu UVB, zu Infrarot A oder B. Ja. Und die C-Strahlung kommt eigentlich nur in den Hochsommerzeiten in sehr geringen Mengen vor. Ja. Aber die C-Strahlung führt zu schweren Verbrennungen. Ja, ist Hauptindikator dafür. Und wir sehen, also ich habe meine Tomaten, die sind mir alle verbrannt, die ganzen Blätter, ist alles verbrannt. Die Sachen sind nicht mehr so gewachsen, wie sie normal wachsen. Also auch die Wachstumszyklen haben sich dadurch verschoben, nicht nur durchs Klima, sondern auch durch die Sonneneinstrahlung. Und deswegen haben wir auch immer mehr Algenpest, weil wir natürlich mehr Oxidation haben durch die harte Strahlung, auch im Wasser, ja, was ja Infrarot sehr gut aufnimmt. Und dadurch gibt es da natürlich auch Verschiebungen im mikrobiellen Milieu. Ja, stimmt, das habe ich im Rhein auch gemerkt. Ich schwimme ja viel im Rhein und das hat in den letzten, würde man sagen, 2 Jahren, habe ich den Eindruck, hat das mit den Algen massiv zugenommen. Ja. Ja, das ist weltweit zu sehen, dass die Blaualgen zunehmen. Zum einen, weil der Sauerstoff immer mehr aus den Gewässern rausgeht, eben auch durch die Strahlung, die teilweise kommt. Und wir dürfen mal nicht vergessen, die Infrarot-C-Strahlung ist eine Sache, was noch viel schlimmer ist, durch die Sonnenschwäche und vor allem, wenn die Sonne einen Polsprung macht, dann wandern die Magnetfelder auf der Sonne frei. Ja. Und durch diese freien Magnetfeldwanderungen gibt es immer wieder Magnetfeldregionen, die sich mit gleichen Polen gegenüberstehen. Das kennen wir aus der Schule. Gleiche Pole stoßen sich ab. Und durch diese Abstoßwirkung entstehen auf der Sonne Canyons, die sogenannten Coronal Holes oder koronale Löcher, aus denen die Hintergrundstrahlung der Sonne komplett ungefiltert in den Sonnenwind reingeht und uns damit sturmähnliche Verhältnisse erschafft, obwohl die Sonne im Tiefschlaf liegt. Okay. Also das sind dann die sogenannten X-Rays. Ja. Da reden wir also von ionisierender Strahlung, die im kurzwelligen UV-Bereich bis hin in den Gamma-Bereich ist. Und die hat sich auch in der Atmosphäre schon kritisch angereichert, was bereits jetzt in Nordamerika dazu führt, dass Flugreisen lebensgefährlich sein können, weil man sich bereits bei ein, zwei Flugreisen bereits so dermaßen Gewebedegenerationen holen kann, dass man tumorale Auswirkungen zu befürchten hat. Krass. Das ist eine krasse Ansage. Wow. Ja, aber es wirkt sich natürlich auch auf die Reaktionen aus, denn wenn man sich anschaut, wir haben ja hier auf der unteren Atmosphäre stabile Moleküle, Gerüste, ja, die aus einem stabilen Reaktionsumfeld entstehen. In dem Moment, wo diese X-Rays kommen, beschleunigt sich das Ganze um mehrere Potenzen. Das bedeutet, die Reaktionen pro Sekunde nehmen sprunghaft zu. Und das können wir zwar nicht hören oder sehen, aber unsere Nerven können es sehen, genau wie den E-Smog. Und dadurch haben wir das Gefühl, dass die Zeit immer schneller abläuft. Genau, das haben wir ja innerhalb der Zeitperiode immer mehr passiert. Ja. Und wir kommen noch immer mehr in Stress. Das geht mir, ja, genau. Die Zeit läuft ab, ich stehe auf und bin schon wieder da. Wenn ich in den Tag gestartet bin, schon wieder vorm Einschlafen. Ja. Was da genau in unserem Kopf und so weiter vorgeht, das kann man nicht erklären, aber ich denke mir, dass diese Reaktionsvervielfältigung durchaus eine plausible Erklärung dafür ist, eine verständliche Erklärung. Ja, und ja.
Was hat das denn jetzt genau mit dem Schumann-Feld zu tun und dem Van Aalen-Gürtel? Kannst du das mal, du hattest ja auch da die Grafiken gepostet, vielleicht kannst du die ja mal zeigen und mal einblenden. Ja, reden wir vielleicht erst einmal über das Grundprinzip. Okay. Die Schumann-Resonanz und das Magnetfeld, das sind zwei unterschiedliche Faktoren. Wir haben einmal den Hauptsteuerimpuls für alles Leben, was es hier gibt, für alle biologischen Systeme. Und das sind die sehr, sehr leichten, sehr fein wahrnehmbaren Magnetfelder. Man kann sie eigentlich gar nicht mehr messen. Ja. Ja. Das sind die skalaren Felder von der Sonne, die im Grunde alles steuern und alles regulieren. Da haben wir auch die Information. Das heißt, verändert sich auf der Sonne was, kommt die Elektronen von der Sonne mit ihrem Spin zu uns und fangen auch an, bei uns schön langsam zu verändern. Was man auch beobachten kann, wir haben seit 2018 eine globale strukturelle Veränderung in der DNA, die eben diesem Sonnenereignis geschuldet ist, weil man hier die Veränderungen drin sehen. Das ist der Magnetismus. Dafür sind zum Beispiel auch die Skalarfeldplatten vom Koltsov da, die er für die Raumfahrt entwickelt hat, um eben das Magnetfeld, was für den Menschen lebensnotwendig ist, dort künstlich zu erschaffen. Ja? Und da geht er mit derselben Technik vor, als wie man sie hier auch bei den Korrektoren nutzen. Die Schumann-Frequenz ist wieder etwas anderes. Da sind wir auf der elektromagnetischen Wahrheit, nicht mehr auf der magnetischen Wahrheit. Also die ist dann schon etwas untergeordnet. Denn wenn sich der Magnetismus verändert, verändert sich auch der Elektromagnetismus durch ein verändertes Verhalten innerhalb der Elektronen. Die Schumann-Frequenz ist im Grunde nichts anderes. Winfried Otto Schumann hat sie 1952 gefunden, als er Atmosphärenvermessungen gemacht hat und hat festgestellt, da gibt es um unsere Erde stehende Wellen. Und die haben ihn interessiert. Und diese stehenden Wellen, das waren also sogenannte ELF, also Extreme Low Frequencies. Da gibt es insgesamt 4, die auch in der Schumann-Resonanz in den Tabellen aufgezeigt werden. Insgesamt gibt es 8, aber die anderen 4 liegen überhalb des ELF-Frequenzspektrums. Man hat sich jetzt nur auf die 4 beschränkt, die innerhalb des Spektrums liegen, weil die mit unserem Gehirn kommunizieren. So, und da gibt es Unterschiede, die entstehen einerseits, weil wir auf der Erdoberfläche sehr viel Salzwasser haben und das Salzwasser macht aus der Erdoberfläche eine leitfähige Oberfläche. Andererseits haben wir die Ionosphäre, wo wir ebenfalls eine sehr hohe Leitfähigkeit haben. Und aus diesen beiden Komponenten entsteht dann ein Hohlraumkugelkondensator, nach dessen Gesetze auch die Austauschreaktionen ablaufen. Und das in einem Bereich von der Erdoberfläche bis 55 Kilometer in die Höhe. Das ist der Bereich, wo diese stehenden Wellen sich ausbilden und mit uns biogen kommunizieren. Das heißt, wir müssen uns anschauen bei den Schumann-Frequenzen, da haben wir einmal die Amplituden, wie stark sind die energetisch aufgeladen. Das kann natürlich sein, wenn vom Sonnenwind jetzt etwas kommt, dass die Amplituden aufladen, sehr starke Elektronenströme zum Beispiel. Oder kann aber auch sein, wenn zu wenig Elektronen kommen, dass die Spannung in den Elektronen in der Ionosphäre ansteigt und dass sich dadurch die Frequenzen aufladen. Das sind also dann eher die stressigen Frequenzen, die wir dann wahrnehmen, wo wir so verkatert sind, einen heißen Kopf kriegen und wo eigentlich nichts funktionieren will, weil wir uns permanent gedanklich überholen und wir uns auf nichts fokussieren können. In welchem Bereich? Das haben ja im Moment viele Menschen gemerkt, auch dass da was los ist irgendwie und sie konnten das alle nicht einordnen. Also ich habe das bei mir auch am Schlaf gemerkt. Und als ich dann da mal so nachgeschaut habe, habe ich dann gemerkt, dass auch da diese Veränderungen passten genau mit eurem Schlafmuster überein. Ja, da spielt aber noch die Atmosphärenelektrizität eine große Rolle. Die hat jetzt mit der Schumann-Frequenz nur sofern was zu tun. Die Atmosphärenelektrizität entsteht aus den Interaktionen, die auf der Erde ablaufen. Ja, wenn also da ein Sturm entsteht, dann entlädt sich der Sturm. Da haben wir einen hohen Peak. Wenn sich ein Sturm aufbaut, dann zieht er erst einmal die Energie aus der Atmosphäre und dann fällt der Peak nach unten. Ja, und so kann man eben sehr schön sehen, an den Atmosphärenelektrizitätswerken baut sich gerade was auf oder entlädt sich gerade was. Und wir haben jetzt fatalerweise gerade in der letzten Zeit immer häufiger massive Entladungen in der Nacht, wo dann sehr viel Energie da ist.
Und das ist natürlich schlecht, wenn man schlafen will, weil dann will man zwar schlafen, aber da fängt es da oben zum Rattern an und Rattern an, weil wir die ganze Zeit einen Energieschub kriegen. Biochemisch sieht es so aus, dass wir zu wenig GABA produzieren. Gamma-Aminobuttersäure ist ein wichtiger inhibitorischer Neurotransmitter, der unter anderem mit der Hypophyse und der Melatoninausschüttung in Verbindung steht. Und da verändert sich auch gerade einiges. Viele Menschen haben ja schon festgestellt, dass sich ihr Wach-Schlaf-Rhythmus verändert hat. Ja. Ja. Weil eben die Natur sagt, durch die veränderte Strahlung ist es nur noch suboptimal, sich draußen aufzuhalten. Ja. Das ist jetzt meine Interpretation, ja, weil ich das eben sehr deutlich merke. Und mir ist eigentlich klar geworden, wenn es da draußen immer hässlicher wird für meinen Körper, sagt mein Körper, Überlebensmodus einschalten, weniger rausgehen, schlaf den Teil am Vormittag, ja, geh später ins Bett und arbeit mehr in der Nacht, hast in der Nacht mehr Energie. Und so gibt es die Verschiebungen, die jetzt auch nicht von heute auf morgen kommen und wo man sich auch darauf einlassen muss, was bei vielen Menschen, die im Laufrad treten, einfach nicht möglich ist, weil die einen festen Timetable haben, da können sie nicht ausbrechen. Stimmt, ja. Und das sind eben dann mitunter die Gründe. Ein anderer Grund, warum die Menschen zurzeit so schlecht schlafen können, sind natürlich die massiven Einschläge in unserem Van Allen, also in unserer Magnetosphäre. Ja. Und da haben wir ja im Endeffekt im Norden und Süden die Feldlinien, die abgehen. Da können wir vielleicht einmal ein Bild zeigen. Da haben wir jetzt zum Beispiel den Van Allen-Gürtel. Wir sehen hier in dem schwarzen Punkt in der Mitte ist die Erde, die Kugel. Ja. Da haben wir einmal die Tagseite, die ist weiß, und einmal die Nachtseite, die ist schwarz. Und das ist jetzt an einem späten Nachmittag. Wir sehen also hier, der Nordpol ist ganz gewaltig nach Südosten gewandert. Das sind die Polwanderungen, die mittlerweile immer größer werden. Und dann sehen wir hier die schwarzen Linien. Das hier sind die Erdmagnetfeldlinien. Hier der Hintergrund, der jetzt in Gelb ist, das ist im Endeffekt der Sonnenwind, der kommt. Gelb bedeutet, dass es etwas unruhig ist, also nichts Besorgniserregendes. Rot würde bedeuten, wenn der Hintergrund rot wird, dass wir Sturmverhältnisse haben. Also das sind moderate Verhältnisse, nicht wirklich schlimm. Viel zu wenig, als dass der Van Allen-Gürtel so reagieren dürfte, wie wir es hier sehen. Ja. Was wir hier sehen, sind diese Feldlinie hier, die schlägt komplett raus. Die sollten normalerweise alle gleichförmig nebeneinander laufen. Wir sehen hier Überschneidungen. Vielleicht noch ein besseres Bild, was wir zeigen können, das wäre dieses hier. Das ist jetzt eines vom Abend wieder. Da sehen wir, da ist der Nordpol wieder zurückgegangen. Ja. Der war erst da unten, jetzt ist er wieder zurück. Ja. Das hier ist übrigens der BATSROS-Satellit, der die Aufnahmen macht. Den sieht man also auch immer, wo es abgeht. So, und was wir hier sehen, das sind blaue Magnetfelder. Das sind also keine Erdmagnetfelder, sondern interplanetare Magnetfelder, die von der Sonne oder auch von Jupiter oder anderen Gestirnen in unser Sonnensystem kommen. Können aber auch intergalaktische Strahlungen sein, die über die Heliosphäre in unser Sonnensystem kommen. Und was wir hier sehen, sind zum Beispiel ganz, ganz schwere Anomalien, ja, weil die dürften hier nicht am Van Allen-Kopf sein, die haben sich hier lange eingenistet und wir sehen sofort, die Feldlinien überschneiden sich, es gibt massive Kompressionen, die überlagern sich. Und nur mal als Denkbeispiel, versuche mal zwei gleichpolige Magneten aufeinander zu legen. Das ist eine irre Kraftanstrengung. Das geht nur, wenn ich eine sehr, sehr geringe Gaussstärke, also eine sehr geringe magnetische Stärke habe. Und anhand dieser Kompressionen kann man sehen, wie schwach unser Magnetfeld schon ist, wenn man solche Überlagerungen davor sehen kann. Ja, und die sind ja immer wieder jetzt auch zu sehen. Ja, also das ist schon wirklich bedenklich, was wir hier sehen. Und wir sehen natürlich hier in der Folge, da kommt es dann zu Magnetonenexplosionen, die dann zu diesen Wärmeabstrahlungen führen, die nach hinten in den Van Allen-Gürtel abgehen. Ja. Und auch hier haben wir die interplanetaren Magnetfelder, die zurzeit immer häufiger auftreten. Und anstatt dass das Erdmagnetfeld jetzt in seiner magnetischen Verantwortung für die biologischen Systeme aktiv wird, übernimmt immer mehr das interplanetare Magnetfeld diese biologischen Funktionen für uns. Indem diese Linien generell aber einlaufen, ne? Ja. Generell aber sind das Bilder, die uns zeigen, dass der Polsprung schon begonnen hat. Ja.
muss man natürlich auch mal reingehen, was heißt eigentlich Polsprung? Ja. Von dem Moment, wo der Pol zum wandert, sind wir bereits in dem Sprung drin. Und der wandert über viele, viele hundert und tausend Jahre, das haben wir hinter uns, der ist erst jetzt seit gestern unterwegs, ja, hat schon große Strecken zurückgelegt. Aber jetzt kommen wir an den Kipppunkt und das ist das, was die Menschen nicht richtig verstehen. Der Kipppunkt hat beim Polsprung nichts zu tun. Am Kipppunkt ist es so, dass sich der Dipol auflöst und dann werden wir hier keinerlei Magnetfeldlinien mehr haben. Die werden dann ausbleiben und sich willkürlich um die ganze Erde formieren. Da, wo sie am stabilsten sind, ja, im Atlantik haben wir zum Beispiel so eine Stelle, wo durch das Magma, was sehr hoch an die Oberfläche kommt, sehr starke Magnetfeldanomalien herrschen. Und da könnte sein, dass sich dann zum Beispiel ein Magnetfeld aufbaut und auch an anderen prädestinierten Orten. Der Rest der Erde wird aber ohne Magnetfeld bleiben. Und diese Wanderung der Magnetfelder, die bei der Sonne so in 4 Jahren abgeschlossen sind, dauern auf der Erde etwa 100, wenn es schnell geht, 100 Jahre. Und wenn es normal geht, über 1000 Jahre, ja. Und in dieser Zeit haben wir keinen Dipol. Und überall, wo kein Magnetfeld ist, gibt es keine Atmosphäre. Wir haben nur eine Atmosphäre wegen unserem Magnetfeld. Zeige ich ja mal hier gerade die, müsstest du jetzt da haben? Ja. Das Sonnenminimum, dass man mal sieht, wie die Sonne 2011 war. Das sind also die NASA-Bilder. Ja. So schaut eine aktive Sonne aus. Und das, was wir hier im Schwarz sehen, das sind alles Coronal Holes. Ja. Und wir haben genau hier am Äquator, das ist auch untypisch, weil die normalerweise bis 2017 nur an den Polen waren. Und das, was da an Strahlung von den Polen abgeht, hat uns nur sehr geringfügig getroffen. Das war nicht das Problem. Aber seit 2017 sehen wir, wie diese Coronal Holes immer mehr äquatorial, ja, abwandern. Ja. Und das bedeutet, dass uns diese Winde direkt treffen aus der Sonnen- und Erdrotation heraus. Und das sind Phänomene, die hat es vorher noch nie gegeben. Ja, die haben also hier erst angefangen. 2013 sehen wir auch so eine Coronal Hole, die sich also äquatorial aufgemacht hat. Ja, und da hat es bisher noch nie gegeben und das ist eben auch der Grund, warum wir so viel X-Rays in unserer Atmosphäre haben, seit Jahren schon auf Rekordwerten und das macht sie natürlich bemerkbar. Man kennt den Spruch ja vom Wasser, steht der Tropfen, höhlt den Stein, ja, ja. Und dasselbe ist hier auch so bestimmte Zeiten, wo einmal Sonnenturbulenzen und sowas auftreten, die sind für unser Magnetfeld kein Problem, das kann sich wieder austarieren. Aber wenn diese Ausnahmezustände zu Dauerzuständen werden, dann kommen wir irgendwann an den Kipppunkt, dass das System sich komplett verändert. Und das ist jetzt passiert. Und wir sind jetzt im Grunde in den Endausläufern drinnen. Du kriegst das ja selber mit, bist ja jetzt auch schon ein paar Monate dabei und siehst ja selber, wie sich die Ereignisse von Monat zu Monat potenzieren. Ja. Ja. Und wir haben gerade an den Äquinox-Übergängen, also sprich jetzt zum 21. September, 21. Dezember, das wären noch einmal spannende Tage, da ist immer ein paar Tage davor und danach, da reißt das Erdmagnetfeld auf, weil wir hier immer massive Verschiebungen haben. Und diese Erdmagnetfeldrisse haben wir jetzt schon gehabt. Ja, genau. Aus den leichten Sonnenwinden, die uns da angepupst haben, das ist gar nichts. Ja. Sonnenwände. Ja, ein kleiner Sonnenpups war das, der das Magnetfeld zum Reißen gebracht hat. Ja. Ja, und das waren also spektakuläre Aufnahmen, wie man diese Auroren gesehen hat, die also Richtung Nirvana abgegangen sind. Schaut toll aus, ja. Aber das Bild, was so schön ausschaut, zeigt uns natürlich auch, da steckt eine immense Gefahr dahinter, weil diese Risse sind vollkommen untypisch und Zeichen von einem extrem schwachen Magnetfeld, was jetzt irgendwann seinen Dipol verliert. Und wenn das passiert, ja, dann können wir mit der Ordnung, die uns so lange unsere Gesellschaften aufrechterhalten ließ, nicht mehr weitermachen. Und die Menschen haben es einfach versäumt, dezentrale Strukturen anzustreben. Die hängen immer noch an den zentralen Systemen, die sie nicht mehr versorgen können. Ja, und ich weiß nicht, wie viele Menschen überhaupt noch in der Lage sind, mit der Natur zu leben, in der Natur zu überleben. Aber das wären jetzt die neuen Anforderungen, die sich uns stellen und vor allem auch die Gifte aus dem Körper zu kriegen. Denn bei diesen immensen Dingen, die außerhalb passieren, wir leben ja
in einen skalen, invarianten, fraktalen Universum. Das heißt, was wir auf einer Betrachtungsebene sehen können, sprich Sonne, unser Klima und alles. Ja, genau. Das ist ja nichts etwas, was mit uns nichts zu tun hat. Dasselbe passiert auch gerade mit uns, nur auf einer anderen Wahrnehmungsebene. Aber dieselben Gesetzmäßigkeiten sind auch bei uns und verändern uns gerade und machen uns zu etwas, an was wir noch gar nicht denken. Wir müssen jetzt einfach von dem Alten loslassen, präsent im Moment sein und uns vom Strom der Evolution einfach treiben lassen. Und die Impulse, was wir zu tun haben, die kommen ganz von selber, wenn man da oben sein Hirn einmal ausgeräumt hat mit dem ganzen Mist, der uns nicht dienlich ist. Ja, es ist also eine, könnte man auch sagen, eine Entgiftung auf allen Ebenen, also eine psychoenergetische und auch eine natürlich eine chemische auch, ne? Also auf all diesen Ebenen. Ne? Es ist eine Transformation, und da muss ich den esoterischen Weltflüchtern leider sagen, Transformation ohne eigenes Zutun geht nicht. Also wir können nicht auf unserem rosaroten Wölkchen sitzen und alles mit Liebe versuchen zu heilen. Ja, die meisten haben, die nur mit Liebe arbeiten sollen, sowieso noch viel zu viel Schmerz in ihrem Herzen drin. Die wollen sich einfach nicht der dunklen Seite stellen, und wir leben in der Dualität. Dunkelheit und Helligkeit gehört zusammen. Man muss beides integrieren. Ja. Und wenn man das tut, dann lebt man auch evolutionär in dieser Transformation. Denn das Wichtigste, was die Natur uns jetzt zu sagen hat, ist, wie wir uns verhalten sollen, dass wir an diesen evolutionären Adaptionen uns anpassen können, und zwar trotz der Widrigkeiten. Man darf ja nicht vergessen, wir sind über Codex Alimentarius über 4-5 Jahrzehnte chronisch vergiftet worden. Der ganze Staat macht Gesetze auf Gifte, die legal zugelassen werden, gibt aber die Mengen vor, ja, die man nicht merkt. Aber das Gift ist trotzdem da. Wir haben trotzdem eine Vergiftung, im Gegensatz zu einer Vergiftung von Blausäure, wo es dich dann gleich umhaut, ist das keine akute, sondern eine chronische Vergiftung, die genauso gefährlich ist und genauso zum Tode führt, nur eben sehr viel langsamer und unmerkbarer. Ja, und wenn man das über so lange Zeit gemacht hat, muss es heute das erste Gebot sein: Körper, Geist und Seele entgiften, entgiften, entgiften. Ja, alles raus, was mit mir nichts zu tun hat, das muss gehen. Ja, und von daher ist diese Transformation mit einer sehr, sehr intensiven und schweren Arbeit verbunden, die es eigentlich gar nicht mehr zulässt, dass wir den gesellschaftlichen Wahnsinn noch weiter mitmachen, weil da arbeiten wir im Grunde ja gegen uns und müssen dann Feierabend die Zeit doppelt so intensiv nachbringen, aber das wieder regulieren, was wir durch unser Leben kaputt gemacht haben. Ja. Kannst du dazu das Bild mit den Schumann-Frequenzen nochmal einblenden? Die Schumannschen, ja. Das wäre vielleicht mal ganz hilfreich. Dann gehen wir auf die nochmal drauf ein. So, machen wir da die Bildschirmfreigabe. Genau. Jetzt hast du sie, glaube ich, da, gell? Ja. So, das sind jetzt die vom 29.07. Also, um das Ganze einmal zu sagen, das, was wir als blau-grünen Hintergrund sehen, das ist die Fläche von der Erdoberfläche bis etwa 52, 55 Kilometer in die Atmosphäre. Ja, das ist der Reaktionsraum. Und wenn wir zum Beispiel wie hier weiße Peaks haben, ich vergleiche die Schumann-Frequenzen immer ganz gern mit einem Musikorchester, wo die vier Frequenzen vier Musiker sind. Ja. Und hier an den weißen Balken sehen wir zum Beispiel, dass die komplett aus dem Takt gekommen sind oder dass zwei, drei lauter spielen wie ein anderer. Also wir haben hier Disharmonien drin, entweder durch zu hohe Aufladung der Amplituden oder eben, dass die Frequenzen nicht synchron miteinander schwingen, also unterschiedliche Verläufe haben. Die 1er-Frequenz zum Beispiel steigt und die 3er-Frequenz, die fällt ab, während die 1er steigt. Und damit haben wir dann das Ding, dass unser Orchester nicht mehr synchron spielt und daraus entsteht Dissonanz, die sich dann hier an den weißen Balken sehen lässt. Ja. Ich habe diese Grafik jetzt ausgesucht, weil wir hier ein sehr seltenes Phänomen haben, nämlich einen schwarzen Balken. Genau, da habe ich dich nur angerufen und gefragt, ne? Was genau. Ist da los, ja. Und dieser schwarze Balken ist fatal, weil der bedeutet im Grunde, dass keine stehenden Wellen existieren. Die Schumann-Frequenz geht um die Erde
und koppelt sich dann Phasen gleich wieder in den Anfang ein, wenn sie ans Ende angekommen ist. In dem Fall sind alle vier Frequenzen nicht mehr phasengleich am Ende angekommen und dadurch ist die stehende Welle um die Erde zusammengebrochen. Ja, und das bedeutet im Endeffekt chaotische Zustände. Das bedeutet, wir kriegen keine Informationen mehr aus dem morphischen Feld. Wir sind im Endeffekt an die Informationsmatrix aus uns selber angebunden. Und das kann für viele ein großes Problem sein. Ja. Ja. Also das hier sind, wie gesagt, ganz, ganz, ganz seltene Zustände. Und auch die Zustände, die wir hier sehen, mit den weißen Einschlägen, den rötlich-gelben Peaks drinnen, das sind auch Zustände, die eigentlich erst seit 2004 entstanden sind. Also 2006 ging ja das große Sonnenminimum los und 2004 hat die Schumann-Frequenz schon angefangen, sich dahingehend zu verändern. Zuvor gab es solche weißen Einschläge nicht. Da war der Hintergrund grün-blau und hat maximal bei Störungen einmal so kleine rote Einschlüsse gehabt, aber das war es dann schon. Ja. Also das sieht man eben auch und das ist die Art, wie wir denken und die Anbindung ans morphische Feld, also unsere Kreativität, der Ideenreichtum, der uns kommt, aber auch, was wir mit uns selber anzufangen wissen. Ja, das ist also alles in diesem Feld mit integriert, die ganze Rationalität und das kognitive Denken. Ja, also aus dem Herzen, aus dem Spüren, das Denken aus dem Spüren, sagen wir es mal so, und nicht das Denken aus dem Lernen. Das sind zwei große Unterschiede. Diese Dissonanz ist aber auch sehr anstrengend für den Körper, ne? Naja, sicher, weil wir dürfen ja nicht vergessen, unser kleines Hirn braucht viel zu viel Energie. Wir brauchen 80% der zugeführten Nahrungsenergie. Ja. Nur, dass unser Linkshirn den ganzen Tag den Blödsinn denken darf, den es denkt. Ja. Und wir wissen aber auch vom HeartMath Institute, dass wir hier vom Herzen die magnetische Abstrahlung haben, wo wir Kohärenz aufbauen. Ja. So, das steht in einem Wechselspiel. Je mehr wir denken, je mehr Blödsinn wir denken, desto weniger Energie haben wir für unser Kohärenzfeld. Und da kann ich natürlich dann Intentionen abschicken, so viel ich will. Wenn ich nur am Denken bin, fehlt mir die Energie aus dem magnetischen Feld heraus, auch die Wahrscheinlichkeitswellen zu kreieren, die dann das Ereignis in der Materie sichtbar machen. Ja. Okay. Das waren also jetzt die Schumann-Frequenzen einmal nur kurz erklärt. Das ist natürlich eine eigene Wissenschaft. Und das hat jetzt ja auch schon diverse Auswirkungen alles auf den Planeten gehabt. Die Inuit haben ja zum Beispiel gesagt, dass sich auch die Achse verschoben hat, dass die Sonne jetzt anders auf und unter geht. Das haben wir ja schon vor einigen Jahren gesagt. Da haben dann manche dran ausgeschlossen, dass der Klimawandel möglicherweise damit was zu tun hat, mit dieser Erdachsenverschiebung auch. Ne? Es gibt ja auch die These, dass wir vielleicht eine neue Eiszeit erleben könnten. Die gibt es ja schon ein bisschen länger. Damals war das auch mal auf dem Spiegelcover in den 80er Jahren. Das heißt, da ist ja so ziemlich viel auch, gibt es so andere Meinungen zu dem Klimawandel. Ne? Nee, das wird's. Nein, das ist schon richtig so. Wie gesagt, wie ich anfangs schon gesagt habe, wir müssen aus Sicht der Erde versuchen zu verstehen. Ja? Und wir sind jetzt gerade in einem Prozess drin. Ich habe da ja vorher schon erklärt, der Potenzialaustausch hat sich verändert, dadurch bremst sich der Erdkern ab. Das, was wir jetzt als Erwärmung feststellen, kommt nicht aus der Atmosphäre. Da ist genau das Gegenteil der Fall. Die kühlt kritisch ab. Die ist seit über 3 Jahren schon am Rekordminimumpunkt angekommen. Also das heißt, das können wir auch erkennen an den vielen Atmosphärenphänomenen, zum Beispiel die Red Sprites, die nach dem Unwetter auftauchen, aber vor allem an den Noctilucent Clouds, also den nachtleuchtenden Wolken, die normalerweise erst Ende Juli, Anfang August auftauchen, nur für eine kurze Zeit. Und jetzt haben wir sie schon Anfang Juni gehabt, was bedeutet, dass wir in der oberen Atmosphäre eine sehr intensive Eiskristallbildung haben, die auch die Lichtbrechung, wir haben gesehen, die Regenbögen verändern sich, wir haben Atmosphärenphänomene. Ja, dreifach sogar. Ne? Und da kommt noch was dazu, wenn wir doppelt
Regenbögen sehen. Ja. Dann ist der zweite Regenbogen eine Spiegelung des ersten, wodurch sich die Spektralfarben umgekehrt anordnen. Dieses Jahr habe ich einen gepostet, ne? Da waren drei Regenbögen und das waren keine Spiegelungen, weil die haben alle denselben Spektralfarbenverlauf gehabt. Und das ist schon gigantisch und die sind auch nicht parallel gestanden, sondern die sind asynchron gestanden. Also, genau. Kann ich nicht erklären, warum, ja, aber das hat was mit der veränderten Lichtbrechung zu tun. Ja. Und das sind also schon Anzeichen von ganz, ganz, ganz massiven Veränderungen, die bereits da oben schon stattgefunden haben. Die Wärme, die wir jetzt spüren und die uns als Klimawandel verkauft wird, die kommt aus dem Erdinneren. Und wenn das Erdinnere jetzt einmal durch eine Serie von Vulkanausbrüchen, da sammeln sich jetzt schon seit über 15 Jahren unwahrscheinliche Magma-Reservoirs an, ja, die jetzt irgendwann ausbrechen wollen. Und wenn man sich anschaut, am Pazifischen Feuerring wird jeden Tag neuer aktiv. Ja. Ist ja alles aktiv, bald hast du den Eindruck, ne? Ja, wir haben allein in diesem Jahr schon zwei große Ausbrüche gehabt, die White Island-Vulkan auf Neuseeland, der im Januar gekommen ist, jetzt der Sinabung, ja, und dann gab es ja auch nochmal den Raung, der ist auch nochmal gekommen mit 10 Kilometer, das sind schon große Auswürfe, die haben wir vielleicht in früheren Zeiten mal alle 5 Jahre gehabt, jetzt haben wir noch nicht einmal das halbe Jahr rum gehabt, oder ja gut, über ein halbes Jahr und schon 3 große Ausbrüche und noch mehr stehen an. Denn auch in Island ist alles am Wackeln. Grimsvötn, die haben da unten permanent Serienbeben. Der Katla hat jetzt schon einen höheren Druck in der Magmakammer wie vor seinem letzten Ausbruch. Also, und der war auch nicht klein. Ja, also auch wenn der mit einem Vulkanexplosionsindex von 3 kommt, wenn nur der alleine kommen würde, hätte er die dreifach potenzierte Auswirkungen des Eyjafjallajökull, der in Island 2010 kommen ist. Und das war ein kleiner Erdbeben. Ja. Und da haben wir ja auch schon über eine Woche war Flugverbot, der ganze Flugverkehr ist zusammengebrochen und an den Börsen ist es deutlich runtergekommen. Also wenn da einer der Größeren kommt, ja, vor allem da denken die Leute dran, auch die Phlegräischen Felder ist ein Vulkan, es ist ein Supervulkan, der beim Vesuv steht, die teilen sich die Magmakammer. Ja. Der ist seit 15 Jahren ongoing aktiv, steht auf Gelb. Ja. Das heißt zwar unruhig, aber Gelb heißt auch, dass der jeden Moment kommen kann. Bei einem Vulkan, der auf Grün steht, ist es eigentlich auszuschließen, dass der vom einen auf den anderen Moment kommen kann. Aber die Phlegräischen Felder, ja, die könnten morgen kommen, die können in einer Woche kommen, die können in einem Monat kommen. Da braucht es nur die richtigen Impulse noch und keiner weiß, was da noch dazu muss. Nur wir wissen, dass wir es mit einer hochschwangeren Frau zu tun haben, die ihren 8. Monat schon überschritten hat. Und bis die zur Geburt kommt, ja, das kann keine Jahrhunderte mehr dauern, das ist aus unserer Perspektive raus, sondern das sind maximal noch Fragen von Monaten. Ja. Ja, bis wir dann ein Ereignis haben, dass das hier passiert. Und da hängen Szenarien mit dran, die kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, wobei die anderen Supervulkane mittlerweile auch alle aktiv sind. Du siehst es ja auch, wenn ich es poste. Ich poste eigentlich erst, wenn mehr als 4 Supervulkane aktiv sind. Ja, weil das ist dann schon signifikant über die Norm. Und das passiert zurzeit immer öfters, dass 6, 7 sogar aktiv werden. Teilweise auch Vulkane, die jetzt seit 1,2 Millionen Jahren gar nichts mehr gemacht haben. Was hat das jetzt mit Cuviers Theorie zu tun? Kannst du das die Brücke nochmal schlagen? Ja, das ist der große Unterschied, warum man auch in der Presse nichts hört. Der Georges de Cuvier war ein Naturwissenschaftler, ein Geologe zur damaligen Zeit und so im 17. Jahrhundert hat man gerade angefangen, die Erde zu vermessen, ja, und zu sehen und die Geologie war damals die tragende Wissenschaft. Und de Cuvier hat einfach durch verschiedene Gesteinsproben gesehen, die er irgendwo festgestellt hat, die da gar nicht hingehören, also sogenannte Findlinge nennt sich das, hat sich gefragt, wie kommt so ein Riesenbrocken dahin, der hier gar nicht hingehört. Der muss über hunderte von Kilometern befördert worden sein. Die Eiszeiten waren es nicht.
Das kann man ja sehen. Und vor allem, wir haben auch in Malmö so einen Brocken, der 1,8 Kilometer lang ist, 600 Meter in der Breite und ungefähr 80 Meter tief. Das ist ein Stück aus der Erdkruste, was über 1000 Kilometer befördert worden ist. Und das kann nicht über die Eiszeit befördert worden sein, weil das Eis liegt ja auf der Erdoberfläche, ja, und kann also da nicht so ein Ding über 1200 Kilometer befördern. Davon abgesehen war da auch kein Gletscherablauf. Also das Ding muss irgendwie durch die Luft geflogen sein. Ja. Und das kann man sich ja mal selber ausmalen, welche Kräfte dazu da sind. Aber im Grunde hat Descuvier die Katastrophismuswissenschaft vertreten in der Geologie. Und die besagt im Grundsatz, dass auf unserer Erde jederzeit alles passieren kann. Mit kurzen Anlaufphasen, die sich dann sehr schnell steigern können, bis es dann zum Hauptereignis kommt. Der Gegenspieler von Descuvier war der Charles Lyell, dessen Ziehsohn auch der Darwin war, der seine Evolutionstheorie aufgebaut hat. Ja, und der Lyell war Apotheker, hat sich dann aber für die Geologie zu interessieren angefangen. Und man muss beim Lyell wissen, er war leicht psychopathisch veranlagt, denn er hat als kleines Kind ein fast totes Erlebnis gehabt, als die Gäule durchgegangen sind. Da war er 5, 6 Jahre alt und dann wäre er also bei diesem Kutschenunfall fast ums Leben gekommen. Und seit dem Zeitpunkt war er da eigentlich stark angeschlagen, was das betrifft, hat also versucht, sich nicht auf Gefahrensituationen einzustellen. Die waren ihm also total verhasst. Und darauf ist zum großen Teil der Aktualismus oder Gradualismus in der Wissenschaft entstanden, der heute noch die Grunddoktrin der Wissenschaft ist. Und was das für ein geistiger Dünnschiss ist, zeigt im Grunde schon die Erklärung, weil Charles Lyell sagt, alle Veränderungen auf der Erde gehen linear und kontinuierlich ab. Die Energien, die vor 1000 Jahren aufgetreten sind, die treten auch heute noch im selben Maß, in derselben Intensität, in derselben Abfolge auf. Und das ist natürlich, das muss ich glaube ich nicht erklären, aber in einem Universum, wo sich alles verändert, wo die Asynchronität, also der Standard ist, die permanente Veränderung, Chaos ist in unserem Universum der gängige Standard, die Ordnung nicht. Ist diese ganze Wissenschaft natürlich ein absoluter Blödsinn, aber sie ist heute noch die Denkdoktrin der Wissenschaft, worauf alle empirischen Modelle aufgebaut werden. Also das heißt, wer diesem Modell nicht entspricht, der wird wissenschaftlich gar nicht angehört und es wird sich wissenschaftlich auch gar nicht weiter verfeinert. Aus diesem Grund habe ich auch nur mit russischen Wissenschaftlern mein Wissenschaftskonsulting betrieben, weil die sind auf der Richtung von Descuvier. Die brauchen keine empirischen Tests, die sehen etwas und versuchen sich dann approximal an das, was sie sehen, auf Kenntnis ihrer naturwissenschaftlichen Kenntnisse hinzuarbeiten. Ja, ohne den Anspruch zu haben, dass die alles verstehen müssen. Ja, und das ist für mich offen, weil ich sage mal so, gehen wir nochmal in die Millisekunde zurück. Ja. Unsere überhebliche Wissenschaft stellt sich hin und sagt, die kennen die Naturgesetze und wissen alles. Einen Scheiß wissen die. Die wissen nur diese kurze Zeit, die sie beobachtet haben und sonst wissen sie nichts. Im Grunde ein Unwissen auf hohem Niveau mit Professor und Doktor gespickt. Die Wissenschaftler, die ich kenne, die wirkliche Koryphäen auf ihrem Bereich sind, die haben Probleme mit ihrem Doktor und ihrem Professor. Der Hans Rausch hat gar keinen Doktor gemacht, weil der seiner Zeit voraus war und sie wollten, dass er für seine Doktorarbeit hier sich der wissenschaftlichen Doktrin anpasst. Und er hat gesagt, wisst ihr was, wenn das die Voraussetzung ist, dass ich in eurer Gilde mitmachen soll, dass ich jetzt lüge und gegen mein besseres Wissen handle, dann scheiße auf den Dr. Peutzen selber, ich mache dann meinen eigenen Weg und da brauche ich keinen Doktor dazu. Sehen das so ein bisschen an eine Situation im ausgehenden Mittelalter und sie dreht sich doch. Da ist nochmal, ich habe den Rest nicht verstanden. Ja, im ausgehenden Mittelalter gab es die Situation, wo ein Herr sagte dann, und sie dreht sich doch. Ja. Du erinnerst dich, das Inquisitionsverhör von Galileo und so weiter, ja. Ja, ich, weißt du, viele Wissenschaftler, die ich auch in Deutschland kennengelernt habe, die wissen im Endeffekt genau, was Sache ist, aber sie dürfen es nicht publizieren, weil sonst ihre Reputation kaputt ist. Alles klar. Ja?
Und wenn du mal nur den Wetterbericht anschaust, den wir hier in Europa kriegen, bei den Engländern ist es ein bisschen anders, aber kein Mensch hier in Europa hat von Jetstreams was gehört. Wir haben keine Ahnung, was Jetstreams sind. Der völlig verpetzt ist, ne? Ja, und das sind eigentlich die Hauptantriebe für unser Klima da unten. Und auch die hängen wieder mit dem Sonnenwind zusammen. Denn durch die Sonnenschwäche kommen jetzt nicht mehr 40, 50 Gigawatt von der Sonne über die Irradiance in unser Erdsystem. Das ist ja auch nichts anderes wie ein bioelektrischer Organismus unserer Erde. Wenn ich da nur noch die Hälfte der Energie hin abfahre, dann sind vor allem die stark energetischen Mechanismen die, die als erstes zusammenbrechen. Und das waren in unserem Fall die Jetstreams, die normalerweise je Hemisphäre zwei Starksturmbänder in der Stratosphäre darstellen sollen, die also um die Erde gehen als Starksturmband. Die sind seit 4, 5 Jahren komplett auseinandergefallen. Ganz drastisch war das 2017, da hat man das erste Mal so richtig die Auswirkungen gemerkt, wie der Harvey bei Texas entstanden ist. Das war eine der schlimmsten Katastrophen in den USA, weil die Jetstream-Störung, die dem zugrunde gelegen ist, man muss wissen, die Jetstreams bringen die Druck- und Fallwinde, die unten das ganze Wettergeschehen antreiben. Wenn ich da oben eine Lücke habe bei den Jetstreams, dann passiert das wie beim Harvey, der mit einem Arm über dem Atlantik war, und über Pazifik und mit dem anderen Arm war er über dem Land und hat dann vom Meer her die ganze Feuchtigkeit angezogen, die er über Land abgespült hat. Das wäre normalerweise noch okay. Aber nachdem die Fallwinde gefehlt haben, hat sich der fast nicht mehr bewegt. Der ist da stehen geblieben und ist mit 5 km/h, hat sich der dann weiter verlagert. Ja. Und das sind Situationen, wenn sowas eintritt, so entstehen Sintfluten. Ja, weil das war ein stabiles Wettersystem. Die Bilder davon, die waren ja unglaublich. Die waren unglaublich. Und wenn du dir jetzt einmal die Logik überlegst, die Wärme hat sich ja nicht verändert. Die Ozeane waren ja immer noch heiß, die dieses Wettersystem versorgt haben, dass sich das in der Troposphäre halten kann und die Fall- und Stoßwinde fehlen. Wenn die gar nicht mehr da wären, dann wäre der da vielleicht 1, 2 Wochen liegen geblieben und hätte die ganze Zeit über Texas abgeregnet. Ja, da hätten nur noch ein paar Tage gefehlt, dann wäre das ganze Land weg gewesen. Ja. Und solche Aberrationen, die kommen aus den geschädigten Jetstreams und unter anderem auch die extreme Polschmelze. Ja. Wenn man sich anschaut, am Nordpol ist er komplett auseinandergebrochen, weil die Sonnenwinde über den Norden abfließen, wohingegen die Erde steht ein bisschen mit dem Arsch zur Sonne geneigt. Ja. Und im Süden, wenn die Sonnenwinde eintreffen, dann gehen sie in die untere Atmosphäre und verteilen sich und heizen da die Jetstreams auf. Und über dem Norden, wo normalerweise die Irradiance, die Energie versorgen, da kommt nichts mehr an. Jetzt fallen die auseinander. Das sind nur noch Fragmente, die sich energetisch aufheizen. Ja. Ja. Und deswegen muss ich ja immer lachen, wenn es von Harp reden. Ja. Weil was wollen die von Harp noch aufheizen? Die können keine Jetstreams da oben produzieren. Die können nur über die gegebenen Jetstreams und über Ionosphärenheizung, wenn sie genügend Elektronen da oben haben, dann einzelne Fragmente aufheizen und die können natürlich dann ein Umwetterdamage bringen. Ja? Aber da ist Harp komplett überbewertet. Harp kann sich nur daran orientieren, an den Elektronen, die in der Ionosphäre sind. Und wenn da eben Elektronendefizite da sind, können sie auch nicht mehr aufheizen, als was vorhanden ist. Sie können damit nur eine unerträgliche Spannung produzieren. Ja? Und da kann es irgendwann zum Kurzschluss kommen, was ich nicht hoffe. Denn so wirklich wissen tun die nicht, was sie tun, weil die Atmosphären und die ganze Atmosphärenelektrizität und die Vorgänge, die elektromagnetischen Vorgänge im Plasma unserer Atmosphäre ist noch völliges wissenschaftliches Neuland. Das ist Terra Incognita. Wow. Spannend. Ja, und, aber wieder typisch Mensch. Ach, funktioniert. Heiz mal ein bisschen auf. Ja. Und die Leute lassen doch nichts wissen, die werden dann schon merken, wenn irgendwann einmal, weil da können schon massive Sachen passieren. Ich weiß, bei den Energien, die da oben alle vorhanden sind, und wir haben ja da oben in der Ionosphäre so ab 100, 130, 150 Kilometer, da haben wir ja noch so extreme kosmische Strahlung. Keiner weiß, was da passiert, wenn die da oben Damage anrichten, wie sich das auf uns auswirkt.
Wir haben das noch nicht gemacht, weil wir leben noch, aber das könnte schon zum kompletten Exitus führen oder zu so einem Atlantis-Szenario führen. Ne? Platon ja von geschrieben hat, ne? Gesprochen hat. Ja. Ja, aber wie gesagt, bei den Sonnenentwicklungen braucht man gar nicht auf die Menschen warten, sondern das macht die Natur jetzt von ganz alleine. Ja. Und ich gehe also nach dem, wir haben jetzt auch die fatale Situation, wie ich schon befürchtet habe. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir gehen jetzt in den neuen Zyklus 25 rein. Das erkennt man daran, dass die wenigen Sunspots, die entstehen, eine andere Polarisierung tragen. Ja. Und jetzt werden nur noch mit dem 25er Zyklus polarisierte Sunspots ausgebildet. Was bedeutet, wir sind bereits in dem neuen Zyklus und sollten eigentlich wieder zum Maximum kommen, was wir aber nicht tun. Und die letzten 14 Tage hat man etwas mehr Sunspots. Ja, genau. War übrigens die längste Phase seit 2017, wo wir Sonnenflecken hatten. Ja. Über 3 Wochen jetzt fast kontinuierlich. Ja. Und trotzdem ist der KP-Index auf der Sonne komatös geblieben. Niedrig. Der ist nicht über 3 rausgegangen. Ja. Das heißt, die Sonne ist nach wie vor schwach, aber es bilden sich da oben Sonnenflecken. Und die Stärke des Sonnenmagnetismus ist mit unter anderem auch verantwortlich für die Stärke des Erdmagnetismus, weil das Sonnenmagnetfeld ja das Erdmagnetfeld triggert, ähnlich wie bei den Knochen, ja, wo die Osteozyten gebildet werden durch Druck. Und fehlt der Druck, bilden sich keine Osteozyten und es kann keine neue Knochensubstanz entstehen. Und so muss man das auch im Fahnenallengürtel sehen. Fehlt der magnetische Druck, dann haben wir nur eine sehr, sehr dünne Schicht, die sich aus 2 Millionen Elektronenvolt geladenen Elektronen da oben konfiguriert. Ja. Und wenn dieser Druck permanent nachlässt, lässt natürlich auch die Magnetstärke permanent nach. Und wenn dann sowas wie ein C-Flair kommt, der eigentlich moderat ist, was die Erde früher links weggesteckt hat. Ja, jetzt tut es nicht mehr. Das können jetzt schon Dinge sein. Beim letzten, den wir da vor einer Woche gesehen haben, da ist ja dieses Riss im Magnetfeld entstanden. Ja. Und da, wenn eben was Größeres kommt, ja, im Bereich von M bis X-Flair, ja, dann haben wir gute Chancen, dass hier die Lichter ausgehen, und zwar komplett. Und die Frage ist, ob sich unsere Magnetosphäre dann nach so einem Schlag noch einmal rekonfigurieren kann oder ob die komplett zusammenbricht. Und das wäre natürlich für Menschen gar nicht gut. Und auch solche Zeiten hatten wir, Dr. Emanuel Velikovsky, der sehr viel diese alten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse vom Découvier auch mit veröffentlicht hat. Auch der Einstein hat bei seinem Buch mitgeschrieben, ne? Erde in Aufruhr. Da hat er ja schon geschrieben, dass die Erde schon Phasen hatte, wo sie über 1000 bis 2000 Jahre gar kein Leben mehr gehabt hat. Ja? Ja. Und also auch diese Phasen. Unsere ganze Sicht auf die Evolution ist im Endeffekt ein einziger Fake. Und nur darauf ausgerichtet, dass die Menschen glauben, sie leben ewig und es geht ewig so weiter wie das, worin sie jetzt gerade leben. Denn der Mensch ist nur bereit, große Veränderungen zu machen, wenn es wirklich um sein Leben geht. Ja, und wir sehen ja jetzt an dem Corona-Wahnsinn, was der Mensch alles bereit ist, sich gefallen zu lassen. Ja, da geht es ihm noch nicht so sehr an das Eingemachte, dass er bereit wäre, hier eine konsequente Änderung zu vollziehen. Ja, ja, absolut. Ja, spannend. Also Willige Seger hat das damals dann so ausgelegt, diesen Satz, wenn wir nur 30 Sekunden hier waren, kollektiv, dann ist doch die Frage, wofür ist denn diese ganze Egozentriertheit überhaupt dann da? Weil wir ja morgen schon nicht mehr hier sind. Ja, und im Grunde, unsere Körper gehen. Ja. Wir sind im Grunde nur Energie. Ja. Und ich habe die Global Scaling Theorie, sagt man, für mich ist es keine Theorie, weil es ist alles belegbar. Es gibt eine harmonische Eigenfrequenz des Vakuums, was Materie auf energetisch niedrigster Ebene ist, die bei 40,805 Kilohertz liegt. Und ich habe da eben für mich daraus erkennen können, dass ich im Grunde in meiner Verstofflichung nichts anderes bin als wie eine Obertonschwingung dieser Grundfrequenz. Im Grunde bin ich nur Energie. Und der Hartmut Müller hat so schön gezeigt, auf der hyperbolischen Geraden, wo man also alle Organismen in der Natur nach Körpergröße und Gewicht vermessen hat und über die Mittelwerte bestimmt hat, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung an bestimmten Segmenten dieser Amplitude am häufigsten, am größten war. Das bedeutet, es gibt bestimmte Punkte, wo
um den Welle-Teilchen-Aspekt anzusprechen, aus der Welle dann ein Teilchen wird. Und in dem Moment, weil wir sind Energie, in dem Moment, wo wir uns zum Teilchen verdichten, kriegen wir eine andere Aufmerksamkeit. In dem Moment, wo wir einen Körper haben, ist unsere ganze Geistnatur um die Nerven, ja, schwingt die rum mit der Prana-Energie, die ebenfalls um die Nerven geht. Und wir verstehen uns nicht mehr, weil wir die ganze Zeit damit zu tun haben, unsere Nervenimpulse zu füttern, die so laut sind, dass wir unsere Gefühle und unsere eigentliche Geistnatur nicht mehr verstehen. Ja, dazu bräuchten wir ein ruhiges Umfeld, die Ruhe. Das heißt halt umsonst, Stille ist die Sprache der Seele. Und da kommuniziert die mit dir. Das ist aber heute gar nicht mehr möglich, allein schon durch den E-Smog sind wir innerlich so laut, dass wir von unserer Grundrichtung, was uns zum Menschen macht, eigentlich weggekommen sind. Wir nehmen uns nur noch als Fleischbatzen da, der irgendwann mal gehen muss. Und wir schauen in unserer Ich-Reflexion, dass es uns möglichst gut geht, bis wir gehen. Und da schaut man nur auf sich, ohne sich bewusst zu sein, dass man ein Teil des Ganzen ist. Ja? Und da hat Jesus so was Schönes gesagt, ich bin jetzt kein Christ, ja, aber Jesus war für mich ein sehr weiser Mann, der ganz neue Philosophien gebracht hat, unter anderem, wie er damals sagte, das, was du für dich tust, tust du auch für andere. Und was für andere getan ist, ist auch für dich getan. Und damit geht er schon in die holistische Sicht eines Ganzen. Ja? In der Holistik heißt, das Ganze ist mehr als nur die Summe seiner Teile. Ja. Aber wir sind die Teilchen und unsere Entscheidungen, unsere Geistnatur ist es, die das mehr ist als die Summe der Teile. Und da müssen wir wieder hinkommen. Und da bringen uns natürlich solche Übergänge wie so ein Kataklysmus, in dem wir drinstecken, wieder hin. Weil es lässt uns hinterfragen, was für ein Leben führen wir eigentlich. In dem Moment, wo man sich in diese Naturverhältnisse eingearbeitet hat und erkennt, okay, unsere Lebenszeit in unserem Körper ist nur noch begrenzt. In dem Moment wird die Lebenszeit auf einmal wertvoll. Ja. Ich kenne das von meinen austherapierten Patienten, die waren nie bereit, sich zu verändern. Aber als der Arzt ihnen gesagt hat, 3 Monate hast du noch, da haben sie dann auf einmal ein Wertedenken bekommen und gesagt, die 3 Monate, die will ich für mich verbringen, da will ich noch ein sinnvolles Leben haben. Und dieselbe Chance, die haben wir jetzt alle als Kollektiv, ja, im Metawesen Mensch. Ja. Ja, aber da muss ja jeder bei sich anfangen. Die, die die Welt verändern wollen, das sind die, die bei sich nicht anfangen wollen. Ja. Und die werden überhaupt nichts bewirken, außer das Chaos noch größer zu machen. Das sieht man jetzt ja schon. Ja, super. Ganz herzlichen Dank für diesen ausführlichen Impulsvortrag, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Ja, schön. Also ich hoffe, ihr da draußen konntet auch einiges mitnehmen. Und ich sende jetzt mal schöne abendliche Grüße aus Stein am Rhein. Und du, glaube ich, vom Mondsee? Ich vom Mondsee, ja. Den sieht man ja im Hintergrund so ein bisschen. Ja, und wie ich immer so schön sage, harmonische Bewegungen in bewegten Zeiten. Ja, wunderbar. Okay. Wir bleiben am Ball, ne?